Das ist der Grund, warum der Prüfer solche Straßen anfährt. Lass dir Zeit, ruhig nochmal blinken und dann halt tasten. Weil von hier aus siehst du erstmal gar nichts. Und dann musst du so langsam und sicher rein, bis du eine richtig gute Situation hast, wo du sagst, passt auf jeden Fall locker. Komm von links was? Ja, kein Ding. Also wenn du in der Prüfung auch mal 2-3 Minuten hier stehst, ne? Kein Problem. Wichtig ist, dass du dabei die Nerven behältst und keine krasse Entscheidung triffst, wo du so sagst, so, boah, da musste ich jetzt unbedingt rein. Das ist der Grund, warum der Prüfer solche Straßen anfährt. Der will halt sehen, wie in Anführungszeichen nervenstabil bist du, was das angeht. Also wir könnten ja jetzt auch einfach sagen, alles klar, wir fahren rechts, kein Problem. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, wie du das abschätzt in solchen, in Anführungszeichen, unangenehmen Situationen. Das ist die Chance. Genau. Und irgendwann hast du dann so eine Gelegenheit und kannst halt locker fahren. Aber so bleibt die ganze Prüfung entspannt. Du hattest jetzt nie eine Situation, wo du dich hier reingequetscht hast, der von hinten hat gehupt, da wärst du sowieso durchgefallen. Und ist alles gut.